Hallo, schön, dass du heute wieder reinschaust zum Techniksonntag hier beim Stempelpalast. Heute beschäftigen wir uns mit der Geistertechnik. Für die Geistertechnik benötigen wir ein Stück Glanzkarton, den man bei uns im Katalog bestellen kann. Den habe ich hier schon in Kartengröße zugeschnitten und du siehst hier auch sofort, was am Glanzkarton so besonders ist. Es ist so ein bisschen wie Fotokarton, er hat nämlich eine ganz glatte Oberfläche. Dann benötigen wir einen Stempel, wir benötigen Versamark und wir benötigen ein Stempelkissen. Des Weiteren brauchen wir noch eine Schwammwalze. Also fangen wir einfach an. Und zwar fangen wir mit Versamark an. Das kennt ihr noch aus dem letzten Monat. Denn wir haben ja im letzten Monat das große Thema Embossen gehabt. Da haben wir auch ganz viel mit Versamark gearbeitet. Und jetzt arbeiten wir mit Versamark ohne Heißluftföhn und ohne Embossingpulver, sondern einfach nur mit dem Stempelkissen. Das ist satt getränkt, damit auch viel auf dem Stempelkissen, auf dem Stempel ankommt. Und dann stempeln wir uns einfach. Ein paar, in diesem Fall sind es Schneeflocken, auf den Hintergrund, denn diesen Hintergrund benötige ich für ein anderes Projekt. Aber ich dachte, da kann man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ich nehme euch das schnell auf, damit ihr das sehen könnt, wie das geht. Natürlich habe ich auch wie immer ein Projekt vorgebastelt, welches in unser Technikbuch kommt. Da bin ich diesmal das erste Mal ein bisschen unglücklich, dass ich nicht mit Dimensionals arbeiten kann, weil die im Technikbuch ja nicht zur Geltung kommen. Also die Karte sähe tatsächlich etwas anders aus, wenn sie nicht ins Technikbuch käme. Aber ich zeige euch das hinterher. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir überall ein paar Eiskristalle hinkriegen, damit wir... Sauerei gemacht. Sieht man jetzt natürlich nicht. Wirst du aber hinterher sehen, weil so richtig wegmachen kann ich das hier auch nicht. Gut, haben wir Sauerei gemacht. Nicht schlimm. Dafür ist es selbst gemacht. So, Himmelblau habe ich mir heute ausgesucht. Schwammwalze. Vielleicht habt ihr schon mal das ein oder andere Video gesehen mit einer sehr viel größeren Walze, die sehr viel stabiler aussah als dieses hier. Das sind alte Walzen aus dem Katalog, die waren breiter und die sahen auch nicht so aus wie ein Schwämmchen, sondern eher ja, wie Plastik oder so. Die habe ich leider auch nicht, weil so lange bin ich noch nicht bei Stamping Up. Aber ich habe ja, wie gesagt, das gerade schon mal ausprobiert mit der Karte, die ich schon gestaltet habe. Das geht mit diesem hier auch ganz gut. Und darum machen wir das jetzt einfach hier mit. So, wir müssen erstmal, das ist natürlich schwierig, eine neue Walze erstmal ein bisschen Farbe annehmen zu lassen. Darum rollen wir hier ein bisschen durch die Gegend. So, und dann gehen wir einfach, hier in der Ecke kann ich noch einfassen, hier drüber. Entschuldigung, das war das Kabel von meinem Mikro. Darum wackelt ihr ein bisschen. Ja, ich würde sagen, ich spule hier mal ein bisschen vor und mache das Ganze hier mal ein bisschen schneller. Das dauert ein bisschen, bis man so eine Karte komplett eingepflegt hat. Und ihr hört einfach mal meine neue Musik.
Könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr die neue Musik so findet. Ich bin mit den Musikauswahlen von YouTube immer noch nicht so ganz glücklich und experimentiere und probiere mich noch so ein bisschen rum und warte auf Feedback. Also darfst du mir auch gerne einen Kommentar da lassen, ob du diese Musik nun toll findest oder nicht. Ich halte den Schnabel und spule mal ein bisschen schneller. Entschuldigung, Frosch im Hals hier. Einen Praxistipp habe ich gleich für euch. Ich weiß gar nicht, ob man das so, kann man das glaube ich sehen. Seht ihr, wie hell das Stempelkissen wird? In der Mitte, am Rand ist es noch dunkler, in der Mitte ist es sehr viel heller. Das heißt, ich habe da relativ viel Farbe rausgeholt und ich würde jetzt so ein paar Tröpfchen Nachfüllfarbe mal bei Gelegenheit da wieder drauflegen, weil sonst die Stempelabdrücke auch irgendwann nicht mehr schön werden. Weil halt nicht mehr genügend Farbe im Kissen ist. So, hier ist unser fertiges Projekt. Hier an der Ecke war mir das Missgeschick passiert, seht ihr auch. Fällt aber im Gesamtkonzept der Karte wieder kaum auf. Ich finde, es ist eine sehr schöne Art, Hintergrund zu gestalten. Und ich möchte euch kurz zeigen, ich habe das natürlich auch ausprobiert auf normalem flüsterweißem Karton. Ich habe eine Blume gestempelt und das Ganze mit Feige bemalt. Kann man machen. Ich finde es aber persönlich auf Glanzkarton sehr viel schöner. Ich halte das mal so ein bisschen parallel. Ich finde es sehr viel gleichmäßiger. Hier wird es im Endeffekt nur noch dunkler, wenn ich noch mehr Farbe darüber ziehe, aber es wird halt nicht gleichmäßiger. Es ist relativ fleckig und ich finde es auf dem Glanzkarton tatsächlich sehr viel edler. Ja, so und dann zeige ich euch natürlich auch mein fertiges Projekt. Dafür drehen wir das hier einmal um. Mein fertiges Projekt liegt hier. Schaut mal. Ist auch Glanzkarton, wie ihr seht, mit Sternen im Hintergrund und dann, ja, und jetzt seht ihr auch, was ich meine, dass ich das ein bisschen schade finde, dass man, also ich hätte das kleine Baby mit dem Mond nicht einfach auf die Karte geklatscht und auch das Hello Baby hätte ich nicht einfach auf die Karte geklatscht und ich hätte bestimmt auch noch irgendwas verziert. Da das aber ja in unser Technikbuch kommt und keine Karte wird zum Verschenken, habe ich mir das gespart. Auch die Dimensionals bringt ja nichts. Im Buch sieht man Dimensionals sowieso nicht. Darum ist das also die Sparversion. Aber ich finde es einfach schon ganz hübsch. Ich finde es eine tolle Hintergrundgestaltung. Und ja, das ist die Geistertechnik. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Ich gehe schnell das Video schneiden. Heute ist Mittwoch, Sonntag kommt es raus. Ich drehe gleich noch das für nächste Woche. Am Sonntag bin ich nämlich bei meinem Stempelchen, also bei dem Stempelpapi. Der hat am Sonntag Workshop, da freue ich mich sehr drauf. Und nächsten Sonntag bin ich noch nicht wieder da, denn da ist Onstage. Und ja, das Video drehe ich jetzt auch gleich noch. Ich muss mich nur noch entscheiden. Ich habe im Moment zwei Techniken zur Auswahl. Also lasst euch einfach überraschen. Viel Spaß mit der Geistertechnik und für euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.